Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu F1 22. Heute zum Qualifying des Großen Preis von Spanien. Ein Rennen, was eigentlich mir mittlerweile ganz gut liegt. Das neue Layout von Spanien mit den neuen F1 22 Wagen finde ich doch gar nicht allzu schlecht und ist mittlerweile eine Strecke, die mir sehr viel Spaß macht. Und eine Strecke, wo wir heute tatsächlich einiges an Pace haben. Wir sehen, dass wir in der Entwicklung ja mit Mercedes relativ gleich auf sind, einen Tacken stärker, einen Tacken hinter Ferrari noch. Red Bull dann doch schon ein Stückchen davon noch weg. Also, ja, wir werden auf jeden Fall gucken, unsere Top 5 Streak weiter fortzuführen, um weiter Punkte fürs Team zu sammeln, damit wir in der Konstrukteurswertung vielleicht wirklich sogar P3 am Ende heimholen können. Das wäre natürlich der absolute Oberwahnsinn. Aber, ja, bisher sah das Wochenende in den Practice Sessions gar nicht so schlecht aus. Wir haben ja auch einen relativ frischen Motor drin. Mit Ausnahme von dem Energiespeicher, der ein bisschen angeknackst ist, aber der wird da drin ja auch noch überleben, sagen was wie es ist. Ansonsten weiterhin gibt es gar nicht allzu viel mehr zu sagen. Ich entwickle noch ein Aerodynamic-Teil für den Frontabtrieb, welches vor Kanada fertig wird. Also Baku werden wir noch mit dem Auto hier fahren. Aber ich sag mal, wir haben so eine große Lücke aus Mittelfeld. Ich denke, Mercedes wird uns vielleicht nochmal überholen. Ich glaube nicht, dass Alpine, McLaren, Haas nochmal hier in Gefahr werden, was irgendwo auch ein bisschen schade ist, weil in der zweiten Season wollte ich ja eigentlich im Mittelfeld anfangen, aber naja, wie wir in der Fahrzeugentwicklung sehen, war das dann doch relativ schnell vorbei auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen rein nach Spanien und ja, gucken mal, wie das Ganze hier heute so aussehen wird. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal direkt eine Runde. Q2, Q3 werden wir, denke ich, doch sehr easy erreichen. Da sehe ich jetzt nicht die allergrößte Gefahr, muss ich sagen. Es bleibt ja auch trocken, von daher sollte da alles eigentlich soweit passen. Ich war tatsächlich im Practice gar nicht so schlecht in der Pace. Deswegen gucken wir mal, wie das hier heute aussehen wird. Ob wir uns da eventuell auch mal vielleicht ein bisschen weiter nach vorne stellen können. In der Quali vielleicht wirklich mal die Mercedes on Pace schlagen können. Oder nicht. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich habe aktuell tatsächlich wieder sehr viel Bock, selber in F1 zu fahren und nicht quasi nur in Anführungszeichen das Ganze zu managen. Deswegen, ja, hoffe ich, also ich peile aktuell wieder so ein Rennwochenende pro Woche. Wenn es mal nicht funktioniert, dann ne, funktioniert es halt nicht. Ne? Das sollte auch, denke ich, relativ klar sein. Aber ja, ich bin mal gespannt, wo wir das Team noch hinkriegen werden. Ob wir vielleicht sogar eventuell, wenn wir gut profitieren können, P2 in der Konstrukteurswertung angreifen können. Das wäre natürlich auch krass. Wenn Ferrari und Red Bull irgendwie krasse Fehler machen oder so, wie davon profitieren, dann ist das möglich, würde ich mal sagen. Aber gut, müssen wir abwarten. Das müssen wir nun wirklich abwarten. Kommt natürlich auch ein bisschen auf Nico an, ne? Teamwertung wird ja nicht nur durch mich entschieden, sondern auch durch den Herrn Hülkenberg, der jetzt die letzten Rennen nicht so mega stark war. Beziehungsweise, ja, doch in Miami war er schon gut unterwegs, hatte nur Pech mit dem Safety Car und dass sein Wagen halt einen Abgang gemacht hat. Ansonsten war er von der Pace her eigentlich sogar ganz gut am Start. Aber gut, wir werden jetzt erstmal sehen, dass wir die erste Quali-Runde gut hinbekommen. Und uns damit doch hoffentlich sehr geschmeidig in Q2 reinstellen. Also die Kurve dürfen wir eigentlich ganz gut vollnehmen können. Jawohl, das Setup ist nämlich ein bisschen mehr auf Stabilität ausgelegt als in Season 1. In Season 1 war das ja ein Setup, was in der Quali nicht so gut funktioniert hat. Wo mir doch ab und zu das Heck kam. Weil tatsächlich da einfach ich zu schnell war in den Kurven. Und das war mit den Softs gerade auf Hot Lap dann doch teilweise ein bisschen schwierig. Im Rennen ging das dann deutlich besser, klar. Weil im Rennen einfach die Geschwindigkeiten da ein bisschen langsamer waren. Der Wagen selber hat ja nochmal runtergedrückt. Deswegen, das war halt ein reines Rennsetup. Das hier funktioniert sowohl in Quali als auch im Rennen sehr, sehr gut. Also ich habe es auch mit vollem Sprit getestet. Also mit halbem Tank dementsprechend. Und das hat schon gut geklappt. Deswegen bin ich guter Dinge, dass ich hier was Feines auf die Beine gestellt habe. Oh Gott, die letzte Kurve hier verkackt, Gott sei Dank. Oder vorletzte besser gesagt. Ach so, von Mick, die unterbieten wir mal ganz geschmeidig mit einer 17,9. Ja, nicht so weit, wie man denken würde, vielleicht. Aber gut, ich habe jetzt auch die vorletzte Kurve so verkackt, dadurch den ganzen Schwung verloren.
auf die letzte Kurve, auf den letzten Abschnitt der Geraden. Also alleine da wird in 10 Runden verliegen. Alonso hinter uns, das ist schön. Mit einer traumhaften Zeit, wie wir hören. Eine Zeit, die so gut ist, dass man nicht mal darüber redet. So, der Mercedes hinter uns ist auf einer Hot Lap. Das heißt, den lassen wir jetzt hier einfach mal vorbei. Den Herrn Hamilton in der Hoffnung, wir haben ihn trotzdem ein bisschen irritiert. 17,7 von Lando. Ey. 17,5 von Sainz. Okay, also McLaren scheint einfach nur wieder OP zu sein. Wenn Sainz auch nur 2 Zehntel schneller ist als Lando. Und Norris sogar schneller als Leclerc. Ja gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man durchaus beachten kann. Aber ja, also ich sag mal Q2 jetzt erstmal natürlich sollte man trotzdem gut erreichen hier. Schätze ich jetzt mal. Oh Gott. Was fährt Hamilton? Hamilton fährt... Hä? Hamilton langsamer als ich? Also langsamer als Mick, der doch dementsprechend... What? Also ich habe mir nicht aufgehalten. Okay, keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht. Aber der war ja auf seiner Hotlap, das haben wir ja gesehen. Verstehe ich nicht so ganz, aber ist okay. Muss ich auch nicht. Da fährt Magnussen. Soll er machen. Ja, dann gucken wir doch mal, wie die Zeiten gerade aussehen. Hamilton, echt? Okay, im letzten Sektor wurde Hamilton wohl aufgehalten und zwar deutlich. Krass. Ja, so Lando, also McLaren scheint wohl immer noch OP zu sein, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Das macht halt echt viel kaputt, finde ich. McLaren sollte halt im Mittelfeld sein, so bei Alpine ungefähr, die sind ja gerade on pace mit Ferrari, also keine Ahnung, was das ist, aber gut, soll mich jetzt auch nicht so hundertprozentig stören. Wir gehen durchs Setup mal kurz durch, sehen da, wie gesagt, einiges an Aerodynamik, 31, 32er Flüge, das ist sehr viel mehr, glaube ich, als es Season 1. Was jetzt eigentlich auch dafür sorgt, dass wir gerade eben Kurve 3 sehr viel entspannter nehmen können. Das funktioniert im Rennen, das funktioniert in der Quali, das funktioniert überall tatsächlich sehr gut. Und bringt uns sehr viel mehr Stabilität und eine bessere Kurvenlage insgesamt. Ich glaube, Radaufhängung ist auch das nächstinteressantere. Da ist auch der Stabi sehr auf Stabilität ausgelegt. Mit einem sehr weichen Heckstabilisator. Auch hier wieder einfach, um durch Kurve 3 vor allem das Heck einfach ruhig zu halten. Und ja, der Rest ist relativ standardmäßig hier. Meine Zeit war halt echt gar nicht so schlecht. Ich habe halt im letzten Sektor ein bisschen was weggeworfen. Also eine Zehntel liegt alleine da. Ja, guck mal, Nico hier knapp hinten dran. Nico in allen Sektoren so ein bisschen langsamer als ich gewesen. Im Mittelsektor noch so mit der meisten, mit knapp über einer Zehntel. Also... Ja, ich bin mal gespannt. Was sagt Russell denn gerade? 22.0, 29.2. Ja, also gerade schon schneller als ich. Russell sogar schnellster gerade. Krass. Verstappen nur auf P5. Auch interessant auf jeden Fall. Wenn aber jetzt noch Ricciardo, Vettel, Magnus, auf Ricciardo bin ich sehr gespannt. Einfach um zu sehen, ob das ein Zufall war mit der Zeit von Lando oder ob der McLaren wirklich noch so OP ist. 22.2 im ersten Sektor, das ist nicht allzu strong tatsächlich. Mittelsektor. Also deswegen spule ich jetzt auch noch nicht vor, weil ich die Zeit gerne sehen möchte. Oh, Bottas wurde aber auch gut aufgehalten. Vettel auch. Mittelsektor von Ricciardo kommt, müsste jeden Moment kommen. 29,5. Hält sich in Grenzen, ne? Ja. Also aktuell langsamer als ich sogar. Akt
aktuell auf jeden Fall langsamer als ich, um eine anderthalb Zehntel ungefähr, würde sich aktuell zwischen Nico und mir einsortieren. Vielleicht hatte Lando auch Windschatten auf seiner Runde? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich gerade keine Ahnung. Sorry, Ricardo, wo bist du? Du müsstest doch jeden Moment über die Linie kommen. Ja, bist du schon. Ja, wo bist denn du? Okay, Ricciardo wurde doch aufgehalten, oder? Also wenn Ricciardo nicht aufgehalten wurde, dann bin ich bei Norris echt auf Beschiss. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. So, Mick kann sich gerne nochmal improven und jetzt fahren alle nochmal raus. Ja, nur wir halt nicht, wir brauchen es nicht. Zwei haben sich noch vor uns geschoben. Hamilton und Ocon. Okay. Ja gut, das sind jetzt vorgespulte Zeiten. Leichter Unterschied auf jeden Fall. Ausgeschieden Joe Tsunoda, Aston Martin, Williams. Okay, jetzt nicht die größte Überraschung, muss man sagen. Bottas sehr weit hinten. Alonso auch. Ja, krass, okay. Interessant. Sehr interessant. Ich hoffe, eine Runde reicht. Ey. Ich hoffe wirklich, eine Runde reicht. Ich hätte sehr gerne einen frischen Softreifensatz fürs Rennen. Aber dafür muss ich jetzt eine Runde raushauen. Eine Runde und eine halbe, also. Das wird echt krass. Ich bin sehr gespannt, ob Norris jetzt was Ähnliches raushaut, weil Norris war im Practice halt auch nicht annähernd so stark wie gerade. Also vielleicht war das echt irgendwie ein Fehler vom Spiel oder so, weil er sollte auch nicht da vorne fahren. Also keine Chance. So, einmal Gas geben. Wir haben jetzt noch McLaren hinter uns, aber der dürfte weit genug hinter uns sein, dass das uns der nicht interessiert eigentlich, wenn wir in der Lücke hier jetzt bleiben, wovon ich jetzt schon mal ausgehe. Also eigentlich war der Plan, Mercedes anzugreifen an dem Wochenende, aber aktuell ist das auf einer Skala von 1 bis 10 eher schwierig. Aktuell müssen wir eher gucken, dass wir unsere Runde hinbekommen und ja, Q3 wird doch nicht ganz so easy, wie ich dachte, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt doch drum fighten. Die freie Fahrt sollten wir haben eigentlich. Der Red Bull müsste weit genug vorne sein eigentlich. In der Theorie. Ja, guter erster Sektor. 2 Zehntel schneller als mein vorheriger. Habe ich Kurve 3, glaube ich, sehr viel besser hinbekommen. Im ersten Sektor hilft mir natürlich auch mein Motor sehr. Dadurch, dass wir den stärksten Motor haben im Feld. Ich habe im zweiten Sektor halt auf jeden Fall ein bisschen was weggeworfen an Zeit. Sofern ich die Runde jetzt einfach clean zu Ende bringe. Könnte die sehr gut sein eigentlich. 17,6, ja. Schnellster erster Sektor, schnellster letzter Sektor. Mittelsektor, die meiste Zeit verloren. Norris hinter uns. Welche Zeit? 17,8.
Alright. Also ja, ein bisschen haben wir uns verbessert. Wie gesagt, ich habe im Mittelsektor jetzt leider... hier aus der Kurve raus. Aus Kurve 5, Kurve 4 raus. Einen Querschnitt gehabt, der definitiv problematisch war. Deswegen ist die Frage, ob wir nochmal raus müssen oder nicht. Hamilton mit einer 17.3. What the fuck? Also 14. werde ich nicht finden, das kannst du vergessen. Das kannst du auf jeden Fall vergessen. Ich bin auch mal gespannt, wo Nico sich hinstellt. Bist du auf einer Hotlap Haas? Nee, bist du nicht. Aber der Alfa Romeo da. Ja. Zwei von Verstappen. Eieiei. Mach doch nicht sowas. Immerhin, wir waren im ersten und letzten Sektor sehr schnell unterwegs. Schneller als Sainz. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass mein Mittelsektor langsamer war als mein vorheriger. Einfach weil ich diesen doch nicht allzu kleinen Quersteher hatte. Wenn ich da das Ganze ein bisschen besser hinbekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich nochmal eine Zehntel oder zwei schneller gewesen. Aktuell sind wir halt auf P4 und es fehlen noch Russell, Perez, Leclerc. Ja, wir gucken uns erstmal die Zeiten an, die bisher dastehen. Um zu evaluieren, ob wir nochmal rausfahren oder nicht. Ja, auch Ocon ist halt nicht weit weg, ne? Also Ricciardo schon wieder ein bisschen. Ja, mein Mittelsektor war nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Russell, schnellster gerade 17.1. Eieiei. Was ist mit ihm denn jetzt und warum? Wir sollten stärker sein als Mercedes. Wir sind gerade 13. dahinter. Ja gut, dass Verstappen schneller ist, wie ist klar. Aber warum ist Russell schnellster? Nico auch schneller als ich. Jetzt wird's kriminell. Also jetzt wird das hier in der Tat sehr kriminell. Ja, Leclerc auch noch vor uns. Alonso wird jetzt auch noch interessant. Alonso mit einem schnelleren Mittelsektor als ich. Alonso auch vor mir. Ja, ich muss auf jeden Fall noch mal raus. What the fuck? Wie viel soll ich noch finden im Mittelsektor? Hui, okay. Das wird interessant auf jeden Fall. Das wird sehr interessant werden. Ich meine, ich werde trotzdem mit dem frischen Reifensatz ins Rennen gehen. Ich werde aber den anspannen, den ich jetzt noch habe. Ich kriege ja für Q3 noch 9 so oder so. Aber trotzdem bin ich doch sehr fasziniert, dass es doch so eng ist. Es ergibt halt keinen Sinn. Also in der Fahrzeugentwicklung sollten wir Alpine und McLaren eigentlich stompen. Also komplett. Die Anzeige passt halt nicht. Naja, ich brauche einen göttlichen Mittelsektor. Ich brauche den ersten und dritten, den ich gerade hatte. Den Mittelsektor alleine ohne den Quersteher hier. Und dann läuft der Laden eigentlich, hoffe ich. Also ich sag mal, wenn ich eine Zehntel finde, sollte das reichen, theoretisch.
Mal schauen, freie Fahrt werde ich wohl haben, hoffe ich. Der Ferrari und der Mercedes werden in der Box bleiben, denke ich mal. Ne, Ferrari fährt nochmal raus. Also wir warten mal kurz, ob der Mercedes auch nochmal rausfährt. Ja, wobei, selbst wenn. Wenn er jetzt rausfahren sollte, bin ich eh schon vorbei. Ja, ein bisschen weniger Schwung da halt auf die Gerade mitgenommen, aber das wird nicht so dramatisch viel kosten. Ja, halbe Hundertstel. Jawohl, gut. Gehen wir jetzt mal auf Nummer sicher, um den Quersteher definitiv zu vermeiden. Beim fünften Gang rausgegangen. Ja, guter Mittelsektor. Definitiv deutlich besser als vorher. Okay, zum Thema 14. finde ich auch nicht mehr, ne? So viel dazu. Richtig schöne Runde. Richtig schön. Alter, Spanien ist aber auch eine kurze Runde. Holy shit. Das ist ja absolut kriminell. Da bist du gerade in der Hot Lap drin schon bis im letzten Sektor. Aber ja, mega Runde. Mega, mega Runde. Die ist richtig strong. Also die wird safe für Q3 reichen. Und wenn ich das in Q3 nochmal vom Stapel lassen kann, dann könnten das Top 5 werden eventuell. 17-0 von Hamilton. Okay. Hülkenberg verbessert sich nochmal. Verstappen verbessert sich. Ricciardo vor Hülkenberg. Oh oh. Nico, bleib bei mir. Ja, doch, Nico ist weiter. Da kommt jetzt nur noch Sainz, glaube ich. Oder ist es Leclerc? Ne, Sainz war's. Das heißt, vor uns Ferrari, Red Bull, Mercedes, hinter uns Ricciardo, Hülkenberg und dann wahrscheinlich Norris, denke ich jetzt mal, oder? Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Oder Alonso, einer von beiden. Bottas, wie gesagt, ist nicht so stark gerade. Könnte aber theoretisch auch sein, natürlich. Alles möglich. Aber ja, die Runde ist sehr, sehr stark. Vor allem, wenn ich bedenke, dass Hamilton mit einer 17-0 die schnellste Zeit gefahren ist und ich bin mit einer 17-2 gerade siebter. Wenn ich eine halbe Zehnte finde oder so, dann könnte ich echt da vorne reinstechen, bestimmt. Also das ist ein richtig enger Kampf da vorne. Das ist ein richtig enger Kampf. Ja, fahr weiter. Fahren Sie einfach durch. So, wie stehen wir da im Verhältnis? Ja, Alonso tatsächlich. Hülkenberg mit einer Gridstrafe. Ach du Eimer. Also Norris raus. Krass. Sehr weird, auf jeden Fall. Sehr, sehr weird. Aber ja, wir sehen's. 17, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Aber ich glaube fast... Ich glaube, es wird sehr schwierig, da vorne anzugreifen. Ich glaube, die Runde, die ich gerade gefahren bin, die war schon sehr stark, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass da noch so viel mehr geht. Nico mit der Gridstrafe ist halt doof, weil ich brauche seine Punkte eigentlich. Aber gut. Wir werden sehen.
Genau, ich habe zwar jetzt theoretisch zwei frische Reifensätze, aber wir werden nur den hier verwenden. Wir werden jetzt eine Runde auf alten Reifen fahren. Weil ich möchte auf jeden Fall einen frischen Reifensatz haben im Rennen. Definitiv keine Frage. Einfach nur, falls ein spätes Safety Car rauskommt und ich einen Soft-Reifensatz brauche, dann möchte ich einen frischen haben. Weil ich glaube, das Rennen wird sonst auf der Medium-Hard auf jeden Fall rauslaufen. Aber einfach, wie gesagt, falls schon später Safety Car rauskommt und ich kann stoppen und würde nur ein oder zwei Positionen verlieren, dann sind frische Softs halt the way to go. Safe. Und dann ist es halt besser, wie gesagt, frische zu haben, als welche, die schon eine Hot Lap haben im Quali. Weil das kann dann schon den Unterschied zwischen einem Late-Breaker-Move oder keinem Late-Breaker-Move ausmachen. Definitiv. So, den Ferrari lassen wir auf jeden Fall noch durch. Ganz klar. Da bin ich mal gespannt. Die erste Runde wird nicht gut werden. Ich denke, die erste Runde wird P10 am Ende sein. Ja, noch knapper geht auch nicht, Leclerc, ne? Sagt, also, ja, ich habe vergessen, ich hätte gucken können, wo Nico die Penalty hat, wegen Blocking oder was, aber wie gesagt, gut ist es halt auf jeden Fall nicht, dass er die hat. Ja, das sind halt erstmal wieder Positionen, die er gut machen kann, und das ist auf Spanien gar nicht so leicht. Auf Spanien überholen ist nicht unbedingt ein einfaches Unterfangen. Viel zu weit außen gefahren hier. Aber gut, wie gesagt, alte Reifen. Trotzdem 22:0. Das ist nicht schlecht von der Zeit her. Gott, viel zu spät hier reingelenkt. Ich sage, in Sachen Rundenzeit geht da noch einiges mehr. Das sind 7 von Ricciardo. Na, die können wir sogar schlagen. Schätze ich jetzt mal. Das war wieder. Nur im Mittelsektor weggeworfen. Oh, 17,5, okay. Auf alten Reifen, sehr gut. Erster Sektor war strong, Mittelsektor war Schrott. Der letzte war wieder okay, glaube ich. Ein Red Bull bleibt immer noch drin. Vielleicht wird er nur am Ende erst raus. 16,7. Wie kann das eigentlich sein, dass Mercedes jetzt auf einmal so auftritt? What the fuck? Was hatten die vorher für Saisonergebnisse? Gucken wir uns gleich mal an, ob die schon Rennen gewonnen haben. Könnte ich mich jetzt zumindest nicht daran erinnern. Die waren doch eigentlich immer deutlich schwächer als Ferrari und Red Bull. Warum sind die jetzt auf einmal da vorne direkt? Ja, Jeff, ich bin auf meiner In-Lap. Hamilton auch vor Sainz. Krass. Aber wir sind auch vor Alonso. Auf den alten Reifen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, Nico fängt jetzt seine Hot Lap, glaube ich, gleich erst an. Fährt hier gerade ein bisschen sehr antizyklisch zu uns. Ja, ob Nico dann überhaupt zwei Runden schaffen wird? Könnte eng werden. Ah ne, Nico war gerade auf seiner Hot Lap. Okay, dann reicht's auf jeden Fall. Okay, also Hamilton, Leclerc auch schneller als die 17:0 von Sainz. Das ist hart. Das ist heftig, definitiv.
Da müssen wir. Also, um da reinzustechen, müssen wir eine richtige Runde raushauen. Aber eine richtige Runde. Könnte eng werden. Könnte sehr kritisch werden. Ich sag mal so, wenn es P7 ist und ich P7 im Rennen halt auch durchfahre ohne große Fehler, dann ist das, denke ich, auch schon nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem irgendwie weird. Ja, mit dem Sektor war es halt wieder, aber gut, wie gesagt, alte Reifen. Ich hatte den leichten Fehler drin. Das ist erwartbar. Verstappen wurde aufgehalten im ersten Sektor. Braucht deswegen jetzt eine gute Runde gleich. Perez jetzt erst auf seiner Outlap. Der wird auf jeden Fall nur eine Runde fahren. Im Verhältnis zu den anderen fehlt mir wirklich am meisten. Alter, was hat Russell denn für den letzten Sektor rausgehauen? What the fuck? Also das ist kriminell. Den letzten Sektor von den anderen kriege ich gematcht. Den ersten Sektor wahrscheinlich auch. Mittelsektor wahrscheinlich einen Tacken langsamer. Aber der letzte Sektor von Russell, also never. Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Verstappen aktuell auf jeden Perez aktuell auf jeden Fall mit dem schnellsten ersten Sektor. Mit einer 21,9. im Mittelsektor langsamer als die anderen da vorne. Ach, jetzt bin ich auf seinen letzten Sektor gespannt. Es ist halt so krass, wie die Farbe von Red Bull halt überhaupt nicht stimmt, ne? Sehr faszinierend. Und Perez mit einer 25,8. Zweiter aktuell. Auch wieder 2 Zehntel langsamer als Russell im letzten Sektor. Das kann doch nicht sein. Ich rieche Betrug. Mercedes hat das DAS-System zurückgebracht. Ich glaube, ich brenne, Leute. Na, okay, Perez kann doch noch eine zweite Runde auffahren. Alrighty, let's go. Frische Reifen, etwas bessere Strecke. 17,1, 17,0 können wir anpeilen, denke ich. Also ich möchte auf jeden Fall P7 am Ende haben. Außer Verstappen kriege ich jetzt wieder keine Runde hin, wobei ich davon nicht ausgehe. Dann würde ich den sechsten gerne haben wollen. Also ich möchte halt vor Alonso, Ricciardo und Hülkenberg auf jeden Fall stehen. Und ich würde eigentlich auch ganz gerne echt da vorne mal reinstechen irgendwie. Echt einen von denen mal on pace schlagen. Das wäre insane, aber ich glaube irgendwie, das wird nichts. Auch nicht mit frischen Reifen, weil die haben jetzt genauso frische Reifen auch. Ich meine, die werden ihre Runde gerade auch auf frischen gefahren sein, aber... Ich glaube trotzdem, die werden sich jetzt alle auch nochmal verbessern. Und ich glaube tatsächlich so oder so, dass Russell auf der Pole stehen bleiben wird. Ich glaube, da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Aber gut, wir beginnen die letzte Hot Lap jetzt auf frischen Reifen. Ähnlichen Schwung mitgenommen wie letztes Mal. Da tut sich nicht viel. Boah, traumhaft guter erster Sektor. Richtig strong. Irgendjemand war trotzdem stärker. Nein. Oh, fuck. Das war natürlich jetzt gar nicht gut. Das hat richtig Zeit gekostet. Fuck. Ja, damit ist P7 wirklich das Maximum, was ich erreichen kann. Das waren locker 2, vielleicht sogar 3 Zehntel.
Okay, das wird mich jetzt auch noch auf den letzten Graden einbremsen. Ja, also ich hätte auf jeden Fall die angesprochene Zeit erreichen können, wenn ich diesen einen Fehler nicht gemacht hätte. Jetzt ist die Frage, wäre mehr als P7 drin gewesen? Wenn ja, dann ist es super bitter. Wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. P7 war eh das Ziel, was ich erreichen wollte. Ja, 16-9, nee. Das wäre nicht passiert. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's um. Also Verstappen auf Pole, Russell, Hamilton auf 2 und 3, what the fuck? Das ist krass. Wo kommen die denn jetzt her? Warum ist Ferrari so weit hinten? Also auch in der Pace, ich verstehe das nicht. Also ich sag, eine 17-0 hätten wir geschafft. Vielleicht sogar eine 16-9, aber nicht eine 16-9-0. Ich glaube, das Rennen wird für mich ein sehr einsames werden. Ich glaube, mich wird niemand angreifen, aber ich kann auch niemanden angreifen. Ist meine Tendenz. Ei. Ja, gut. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. An sich ist es quasi gut gelaufen. Sagen wir es jetzt. An sich können wir uns da eigentlich relativ wenig beschweren. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über euch noch ums Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!